Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werfen wir einen Blick auf die Porsche Automobil Holding SE und den Discount, den es dort momentan gibt im Vergleich zum Kauf von VW direkt oder auch im Vergleich zum Kauf der Porsche Aktie, die jetzt ja relativ neu emittiert wurde. Dort gibt es momentan eine starke Diskrepanz, viele haben es sicherlich schon mitgekriegt, von ungefähr 50%. Und wir wollen jetzt einmal die ganze Situation ein bisschen beleuchten und im Anschluss kommt nochmal ein Erklärteil, wie diese Aktienstruktur zustande kommt bei der Porsche Automobil Holding SE. Der Hauptgrund, warum man momentan in die Porsche Automobil Holding SE investieren sollte und halt nicht in die Tochtergesellschaften davon, also nicht in Volkswagen und auch nicht in Porsche, ist, dass man einfach einen Discount auf die Aktien bekommt. Es ist einfach wesentlich günstiger momentan, die Porsche Automobil Holding SE zu kaufen als VW oder Porsche. Man kriegt quasi Porsche dazu geschenkt, wenn man VW kauft, oder man kriegt VW dazu geschenkt, wenn man Porsche kauft, weil die Aktie in der Tat momentan ziemlich abgestraft ist und es halt eine große Diskrepanz zwischen der Kursentwicklung der zugrunde liegenden Werte gibt. Ja, also die Porsche Automobil Holding SE hat sich viel schlechter entwickelt als die, sowohl als die VW-Aktie, als auch als die Porsche-Aktie selber. Und das werden wir uns gleich auch nochmal genauer im Detail angucken. Wie gesagt, die genaue Detailerklärung folgt im Anschluss. Ein weiterer sehr attraktiver Punkt, um in die Aktie zu investieren, ist definitiv die Dividendenrendite. Wir kriegen ungefähr 5% Dividendenrendite zum aktuellen Zeitpunkt. Das ist auf jeden Fall ein schöner Ausgleich meiner Meinung nach für die Inflation. Ich weiß, die Inflation ist zum aktuellen Zeitpunkt noch ein kleines Stückchen höher, aber so im Großen und Ganzen, denke ich, sind wir dort schon mal prima aufgestellt. Und dazu gibt es auch noch weitere Investments, die von der Porsche Automobil Holding SE getroffen wurden, die man quasi auch noch on top bekommt. Das heißt, man hat halt diese Holdingstrukturen. Diese Holdingstrukturen sind häufig wesentlich günstiger bewertet als die zugrunde liegenden Assets, die die Holding hält. Das ist einfach mehr oder weniger gang und gäbe. Wenn Sie sich zum Beispiel Prosus und Tencent angucken, dort haben wir eine ähnliche Situation, da ist die Tencent-Beteiligung mehr wert als die gesamte Holdingstruktur. Ein weiterer Aspekt, den Sie, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen sollten, ist, dass sich meiner Meinung nach VW und Porsche momentan relativ gut anstellen, was die Elektrifizierung ihrer Flotte angeht. Der Porsche Taycan ist, finde ich, ein guter Beweis dafür, dass man auch in Deutschland in der Lage ist, hochwertige Automobile herzustellen, die auf dem elektrischen Antrieb basieren. Und auch die ID-Serie von Volkswagen ist sicherlich ein gelungenes Konzept, was ja auch relativ gut am Markt angenommen wird. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch eine relativ komplexe Eigentümerstruktur. Die Familien Pirch und Porsche kontrollieren ja den Volkswagen-Konzern über die Porsche Automobil Holding SE. Das heißt, sie haben halt die Kontrolle über die Porsche Automobil Holding SE, welche wiederum große Teile an den beiden anderen Unternehmen hält. Dementsprechend muss man ganz klar sagen, haben wir ein Eigentümerverhältnis, was ein bisschen problematisch ist. Was auch dazu führt, dass im Allgemeinen die Vorzugsaktien des Unternehmens immer zu bevorzugen sind, meiner Meinung nach, weil es einfach eine bisschen höhere Dividende gibt und wir können zwar bei den anderen unser Stimmrecht ausüben, aber die letztendliche Kontrolle hat ja immer noch die Familie Pirch bzw. die Familie Porsche. Und deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, sich die Stimmrechte zu erkaufen. Also dementsprechend, egal welche Aktien Sie aus diesem Konglomerat kaufen, kaufen Sie immer die Vorzugsaktie, da haben Sie einen kleinen Vorteil, weil die Stimmrechte, die bringen Ihnen ehrlich gesagt sowieso nichts beim Volkswagen-Konzern. Leider ist der Volkswagen-Konzern auch ein bisschen in die negativen Schlagzeilen gekommen, als es jetzt Vorwürfe gab, dass es Zwangsarbeit in China gibt. Das ist vielleicht auch etwas, was den einen oder anderen Investor abschrecken könnte, jetzt von einem Investment in Volkswagen bzw. in die Porsche Automobil Holding SE. Ich persönlich muss sagen, das gehört einfach dazu, also nicht die Zwangsarbeit, sondern es gehört einfach dazu, dass auch mal was schief läuft. Und ich würde das jetzt mal nicht überbewerten an Ihrer Stelle, aber schreiben Sie mir doch mal unten in die Kommentare, was Sie dazu denken, ob solche Faktoren wichtig sind bei der Investmententscheidung oder sehen Sie es auch eher so wie ich, dass Sie sagen, solche Vorwürfe poppen immer wieder auf,
auch solche Dinge, die natürlich prinzipiell nicht wünschenswert sind, die passieren halt einfach immer mal wieder, wenn man jetzt in eine Aktie investiert, beziehungsweise wenn man solch ein Unternehmen führt. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, dass es der Hauptgrund für das Investment in die Porsche Automobil Holding SE ist, dass es eine günstige Variante ist, um in Volkswagen oder um in Porsche zu investieren. Und genau das ist auch definitiv der Fall. Dementsprechend hängt die Porsche SE aber natürlich auch extrem von der Performance dieser beiden Unternehmen ab. Und das könnte man natürlich auch als Nachteil sehen der Holding. Allerdings aufgrund des starken Discounts, den wir haben, sehe ich diesen ehrlich gesagt nicht wirklich. Die Dividenden, die die Porsche Automobil Holding SE selber bekommt, sind wesentlich höher als die Dividenden, die die Porsche Automobil Holding aktuell ausschüttet, obwohl auch bei der Porsche Automobil Holding SE die Dividendenrendite bei 5,5% liegt. Dementsprechend ist es wirklich durchaus eine kluge Variante, da rein zu investieren, aber es sei auch gesagt, dass jetzt in diesem Prozess des Börsengangs von Porsche, der jetzt da ja vorangetrieben wurde, also eigentlich war es ja nicht der Börsengang von Porsche, sondern es war die Ausgabe von Vorzugsaktien zu Porsche. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, warum man meiner Meinung nach nicht in diese Porsche-Aktien investieren sollte zum Zeitpunkt des IPOs. Jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Gucken Sie sich das Video doch mal an und überlegen Sie, ob Sie meine Einschätzung diesbezüglich noch teilen oder nicht. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Porsche Automobil Holding SE viele Vorteile bietet. In erster Linie ist da der Discount zu sagen, dass wir einfach einen großen Abschlag bekommen. Also egal, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen VW-Aktien kaufen oder ob Sie sagen, Sie wollen Porsche-Aktien kaufen, einfach wenn Sie in die Porsche Automobil Holding SE investieren, kriegen Sie quasi das andere immer dazu geschenkt. Und das ist wirklich eine besondere Situation, die wir da zum aktuellen Zeitpunkt haben. Auch die Dividende ist relativ sicher, beziehungsweise die Dividende der Porsche Automobil Holding SE ist ungefähr genauso sicher wie die von Porsche und wie die von Volkswagen. Wir haben einige Zahlungen, die jetzt noch stattfinden, aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, dass es wirklich eine besondere Situation ist, in der die Porsche Automobil Holding SE jetzt ist. Also, wenn Sie jetzt sich nochmal ein Video zu Porsche angucken wollen, klicken Sie oben auf das i. Ansonsten gucken wir jetzt noch einmal in die Details rein und ich versuche Ihnen noch einmal wirklich genau zu erklären, wo jetzt dieser Vorteil herkommt, also wo dieser Discount herkommt. Wir schauen nochmal einmal in die Charts und von daher bleiben Sie dran, wenn Sie das auch noch interessiert. Dann lassen wir uns zuallererst einmal auf die allgemeine Situation gucken, also auf die Bewertung der unterschiedlichen Positionen und auf die durchaus etwas chaotischen Besitzverhältnisse, die wir haben. Also wir haben die drei Unternehmen, die es gibt. Es gibt Volkswagen, es gibt Porsche und es gibt die Porsche Automobil Holding SE, die jeweils gegenseitig ineinander verstrickt sind, weil sie Teile voneinander halten. Es ist halt so, dass die Porsche AG keine eigenen Anteile an den anderen Unternehmen hält, sondern die Porsche AG gehört zum Teilen einmal der Porsche Automobil Holding SE, nämlich zu 25% plus eine Stimme, und zu 53,26% ungefähr dem Volkswagen-Konzern. Die Aktien, die Sie dementsprechend an der Börse in Frankfurt handeln können oder halt bei Xetra, das sind quasi diese fehlenden 22%, die halt im Free Float unterwegs sind, die halt ja, über die Aktienmärkte gekauft werden können. Des Weiteren gehört der Porsche Automobil Holding SE 53% der Stammaktien vom Volkswagen-Konzern. Wenn wir die Vorzugsaktien noch mit dazu rechnen, gehört ihnen 32% des Volkswagen-Konzerns. Dementsprechend kann man halt sagen, dass halt auch von den 50% der Anteile, die VW hält, eigentlich ein Drittel ungefähr auf die Porsche Automobil Holding SE zurückzuführen sind. Das ist also der Grund, warum ich sage, dass der Porsche Automobil Holding SE effektiv ungefähr die Hälfte von beiden Konzernen gehört. So, wenn wir jetzt einen Blick auf die Marktkapitalisierung werfen, die sehen Sie jetzt hier am rechten Rand, dann sehen Sie halt, dass die aktuelle Marktkapitalisierung der Porsche Automobil Holding SE bei 16,37 Milliarden Euro liegt. Die Porsche AG liegt bei 53,66 und VW bei 72,22 Milliarden. So, wenn wir jetzt einfach mal nur den Wert der Beteiligungen in Betracht ziehen, indem wir halt die Marktkapitalisierung zugrunde legen. Also, wenn wir halt sagen, die Porsche Automobil Holding SE besitzt 25% von Porsche, das entspricht dann ungefähr einem Wert von 13,45 Milliarden, die
quasi allein die Beteiligung der Porsche-Aktie bei der aktuellen Bewertung wert ist. Und dazu kommt jetzt ja nochmal, dass uns 32% vom Volkswagen-Konzern auch noch gehören, was halt nochmal ja ungefähr ein Drittel von diesen ja, 72 Milliarden sind, wo wir dann halt ungefähr auf diese 24 Milliarden kommen. Das heißt, wenn man das jetzt mal so über den Daumen peilt, haben wir 13 Milliarden Porsche-Beteiligung und 24 Milliarden VW-Beteiligung und die beiden zusammen sind halt eigentlich 36,5 Milliarden wert und die Marktkapitalisierung liegt halt nur bei 16,37 Milliarden. Also wenn Sie jetzt einen starken Fokus auf Porsche haben und unbedingt Porsche im Depot haben wollen, könnte es sein, dass es etwas klüger ist, halt in die Porsche-Aktie zu investieren, weil Sie quasi nicht die Belastung durch die Volkswagen-Aktie haben. Allerdings eine Belastung existiert ja für einen Aktionär normalerweise eigentlich nicht, weil ja keinerlei Zahlungsverpflichtung aus dem Besitz von Aktien einhergeht. Das heißt, eigentlich bekommen sie die Volkswagen-Aktien fast geschenkt, halt für diese, naja, was sind das, 12%, die sie mehr zahlen, als wenn sie die Porsche-Aktie kaufen. Und wenn sie Volkswagen-Aktien haben wollen, dann ist es in jedem Fall besser, wenn sie halt in die Porsche Automobil Holding S investieren. Wenn wir uns das Ganze jetzt einmal anschauen, dann war es so, dass in der Woche vom 19.09., das ist jetzt diese, die ich dort markiert habe, die Aktien von der Porsche AG an die Börse gebracht wurden. Seitdem hat die Porsche Automobil Holding SE jetzt eine Rendite hingelegt von minus 25%. Die Porsche Vorzugsaktie hat eine Rendite von plus 32% hingelegt. Da sehen wir schon, ungefähr 50% Differenz zwischen diesen beiden Werten. Wenn wir uns den Volkswagen-Konzern angucken, dann ist es so, dass seit dem 19.09. auch dort jetzt eine Rendite erreicht wurde von ungefähr minus 18,93%. Wir sehen also, dass sowohl die Volkswagen-Aktie als auch die Porsche-Aktie beide wesentlich besser performt haben als die zugrunde liegende Holding. Jetzt muss man wissen, bei der Übernahme war es so, dass 7 Milliarden Euro Schulden aufgenommen wurden von der Porsche Automobil Holding SE, um diese Übernahme der neuen Anteile an Porsche, ja, ich sag mal, zu finanzieren. Das heißt jetzt, ein Teil der Dividenden, die jetzt von den Mutterkonzernen zur Porsche Automobil Holding SE kommen, werden jetzt benutzt, um diese 7 Milliarden Euro abzubezahlen im Laufe der Zeit. Jetzt stellt sich ja die Frage, kann dann die Dividende überhaupt aufrechterhalten werden von der Porsche Automobil Holding SE? Und ist das überhaupt realistisch, 7 Milliarden Euro irgendwie zurückzubezahlen? Blicken wir dazu jetzt einmal auf die Dividendenrendite. Für 2023 erwartet die Porsche AG Vorzugsaktie eine Dividende zum aktuellen Zeitpunkt von ungefähr 2,2%. Die Volkswagen Aktie bietet momentan eine Dividende von 5,3%. Während die Porsche Automobil Holding SE mit 6,2% notiert. Jetzt könnte man auf den ersten Blick sagen, das kann ja nicht funktionieren. Sie kriegen 2% von dem einen, 5% von dem anderen und schütten 6,2% aus. Das geht ja nicht. Dazu gehen wir jetzt noch einmal zurück zu unserer Tabelle von vorhin. Ich habe jetzt erstmal nur die Anteile berechnet, die jetzt wirklich exakt der Automobilholding SE gehören. Und das sind halt wirklich 23 Milliarden von Volkswagen, die ihnen gehören und 13,4 Milliarden von Porsche. Jetzt bekommen wir ja auf unsere 23 Milliarden 5,2% Dividende von Volkswagen. Das heißt, wir multiplizieren jetzt mal diese 13,03 Milliarden mit dem Prozentsatz, um unsere Dividende herauszufinden. Wenn wir das gleiche nochmal mit der Porsche-Beteiligung machen, dann kommen nochmal 0,3 Milliarden dazu. Dementsprechend, wenn man das mal zusammenrechnet, kommt man ziemlich genau auf 1,5 Milliarden Euro. Als nächstes berechnen wir jetzt mal den Gesamtwert der Dividende, die die Porsche Automobil Holding SE ausbezahlt. Und wenn wir das tun, kommen wir genau auf 1,0 Milliarden Euro. Dementsprechend werden von 1,5 Milliarden eine Milliarde ausgeschüttet. Wenn jetzt die letzten 500 Millionen genutzt werden, um diesen Kredit zurückzubezahlen, mit dem die Porsche Automobil Aktien gezahlt wurden, ist es halt so, dass quasi
500 Millionen genutzt werden können, um den Kredit zu tilgen, wenn man so will. Mindestens, angenommen der Zinssatz wäre 0%, würde es dementsprechend noch 14 Jahre dauern, bis jetzt das Ganze abgestottert wurde. Ist das realistisch? Ich weiß es nicht genau. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir zum Beispiel 4% Zinsen haben bei der Porsche Automobil Holding SE, was ja im aktuellen Zinsumfeld durchaus eine relativ günstiger Zinssatz wäre, dann würden allein die Zinszahlen ungefähr 280 Millionen entsprechen. Dementsprechend 280 Millionen, wir haben 500 Millionen übrig, vorausgesetzt die Zahlungen kommen so, wie sie momentan erwartet werden, wären es 220 Euro, die jetzt genutzt werden könnten, um die Schulden zu tilgen. Dementsprechend würde es ungefähr 28 Jahre dauern, wenn wir die Zinsen noch mit einberechnen, um das Ganze abzubezahlen. Das muss man sagen, im Laufe der Zeit wird die Zinslast ja weniger, weil der Grundbetrag halt gesenkt wird, wenn die Schulden zurückgezahlt werden. Nichtsdestotrotz sehen Sie, das Pufferfenster zwischen der Dividende und dem Gewinn von der Porsche Automobil Holding SE ist nicht so riesig. Und ich weiß nicht genau, ob es wirklich so realistisch ist, dass die Dividende angehoben wird in der Porsche Automobil Holding SE. Schauen wir mal. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube das erst, wenn die Dividende bei mir auf dem Konto ist, weil ich bin natürlich in der Porsche Automobil Holding SE investiert. Deswegen stelle ich das Ganze ja hier gerade vor. Ich hoffe, Sie konnten das jetzt verstehen, wo dieser Discount herkommt. Ich hoffe, Sie konnten meinen Überlegungen folgen. War jetzt im letzten Teil ein bisschen Rechnerei, aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich die mathematische Grundlage auch mal angeguckt hat und nicht immer nur gehört hat, man kriegt das Ganze für 50% Rabatt. Also diese 50% Rabatt sind definitiv da, also der Rabatt ist sogar noch größer, es sind sogar mehr als 50% momentan, einfach bezogen auf die zugrunde liegenden Assets. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Bewertung der Porsche-Aktie noch wieder ein bisschen runterfallen wird. Ich denke, die Bewertung ist ein bisschen zu gut. Und ja, man muss allerdings auch sagen, eine Bewertung von einer Ferrari-Aktie ist zum Beispiel höher als die von einer Porsche-Aktie. Und ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich hoffe, das Ganze hat Ihnen gefallen. Wir verfolgen natürlich unser Investment in die Porsche-Aktie weiter. Das heißt, wenn Sie da gut betreut sein wollen, kommen Sie doch mal zu uns in den Investment Club. Also machen Sie noch einen wunderschönen Tag und bis demnächst. Und hier ist jetzt noch einmal das Video, was ich zuvor gemacht hatte beim Porsche IPO, warum Sie besser die Finger davon hätten lassen sollen. Wäre es jetzt richtig gewesen? Die Performance war jetzt ja eigentlich ganz gut. Trotzdem, ich bleibe dabei, dies ist keine kluge Idee, da rein zu investieren, sondern die Porsche Automobil Holding SE ist definitiv der bessere und günstigere Deal.